Hi, ich bin Froni und das sind meine Wuffs. Barney und Hamlet. Wir reden heute über ein Thema, das die meisten Hundebesitzer wahrscheinlich in den Wahnsinn treibt. Es geht ums Jagdverhalten unserer Hunde. Ich zeige euch, womit ihr das Problem in Anführungsstrichen deutlich verbessern könnt. Erstmal ein bisschen Theorie vorneweg. Jeder Hund hat Jagdverhalten. Also es muss jetzt nicht unbedingt der klassische Jagdhund sein. Jeder Hund hat diese Anlagen. Das ist genetisch bedingt, ist ja auch logisch. Der Hund muss jagen gehen, weil sonst verhungert er im Zweifel. Und deswegen ist diese ganze Geschichte auch selbstbelohnend, was uns die Sache natürlich sehr, sehr schwer macht. Da wird Adrenalin ausgeschüttet, Noradrenalin, Dopamin. Und je mehr Jagderfolge er dann hatte, logischerweise, desto öfter wird er das Verhalten auch zeigen. Wir reden beim Jagdverhalten von einer Jagdverhaltenskette. Zuerst haben wir den Suchlauf, der ist erst ungerichtet, dann ist er gerichtet. Also erst die ungerichtete, dann die gerichtete Appetenz. Der Hund geht raus, ding, 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 sieht einen Hasen und denkt sich, boah, das ist der Moment, wo diese ungerichtete Appetenz zu einer gerichteten Appetenz wird. So, boah, da ist was. Dann kommt das Fixieren, dann kommt das Hetzen, dann kommt das Packen, dann kommt das Töten, dann kommt das Fressen. Das ist diese Verhaltenskette Jagdverhalten. Und bei unseren Jagdhunden sind diese Verhaltensketten durch die Zucht modifiziert worden und unterschiedlich stark ausgeprägt. Zum Beispiel haben wir jetzt bei einem Wischler ein sehr, sehr ausgeprägtes Fixieren. Also bei allen Vorstehhunden, die gucken und zeigen an und sagen, da ist was. Da ist was. Bei einem Windhund zum Beispiel ist dieses Hetzen sehr, sehr stark ausgeprägt. Die wollen flitzen und hinterherrennen. Und bei den Labbies zum Beispiel oder bei den klassischen Retrievern ist dieses Packen sehr stark ausgeprägt. Also dieses in den Mund nehmen und rumtragen, das finden die wahnsinnig toll. Das wurde gezielt so reingezüchtet. Also ein Jagdhund ist ja ein Hund, der für uns was machen soll. Und das ist die gute Nachricht. Die meisten Jagdhunde zumindest wollen mit uns zusammenarbeiten. Wir klammern jetzt mal Terrier aus. Terrier sind sogenannte Solitärjäger. Das heißt, die sind wirklich so gezüchtet, dass sie alleine Entscheidungen treffen müssen. Dackel auch. Da ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber auch das kann man in den Griff bekommen. In den Griff bekommen ist schon das Stichwort. Jagdverhalten kriege ich nie ganz weg, aber ich kann es kontrollierbar machen. Ich habe es schon gesagt, je mehr Jagderfolg der Hund bereits hatte, desto schlechter, weil so ein gewisser Suchtfaktor dabei ist. Ihr kennt ja auch diese Balljunkies. Deswegen absichern. Wenn er abgesichert ist, kann nichts passieren, er kommt nicht zum Jagderfolg. Super, also Schleppleine ran. Der Hund darf mit seinem unkontrollierten Jagdverhalten nicht zum Erfolg kommen. Beobachtet euren Hund ganz, ganz, ganz genau. Was ist das für ein Jäger? Ist das ein Sichtjäger? Also, wenn er was sieht, springt er dann los. Ist es eher so ein Nasenhund, dass er Fährten aufnimmt auf dem Boden? Wie jagt er und wie reagiert er, wenn er was hat? Ist er vielleicht von Anfang an sofort im Suchlauf? Es gibt ja so Hunde, da geht man Gassi. By the way, komplett entspanntes Gassi mit einem Jagdhund, sehr, sehr jagdlich motivierten Hund, gibt's nicht. Ihr werdet immer gefordert sein beim Spaziergang. Wobei, ich finde es ja toll, man kann ja wahnsinnig viel machen mit diesem Jagdverhalten. Achtet auf euren Hund, schaut, dass ihr vorher eingreift, bevor ihr es nicht mehr könnt. Denn der Hund macht beim Jagdverhalten tatsächlich dicht. Der macht zu, der checkt gar nichts. Deswegen schaut, dass ihr vorher eingreift, wo der Hund noch ansprechbar ist. Deswegen den Hund ganz, ganz genau beobachten. Dann tut ihr euch natürlich einen enormen Gefallen, wenn der Hund ein bombenfestes Sitz und oder ein bombenfestes Platz kann. Da könnt ihr den Hund fixieren. Und er lernt, mit Reizen umzugehen und sitzen zu bleiben. Bei meinen Hunden ist es so, wenn die ein Sitzkommando haben, dann sitzen die. Dann kann da ein Hase aus dem Gebüsch rausgesprungen kommen. Die sitzen, weil sie eben ein bombenfestes Sitzkommando haben. Sind sie im Freilauf, muss ich genau gucken. Wenn wir im Freilauf sind vor uns, zack, Hase. Ja, da würden meine sicher auch mal gucken gehen. Aber ein bombenfestes Sitz ist absolut machbar. Das heißt, ich baue das Sitz mit einem Auflösekommando auf. Der Hund soll sitzen. Ich lobe ihn, solange er sitzt und sage dann, okay, jetzt darfst du aufstehen. Okay. Ja, okay. Und dann baue ich da langsam Reize dazu ein. Ich lege mal ein Spielzeug vor die Nase. Dann kann ich eben auch mit Wildattrappen arbeiten, mit Fell arbeiten. Und er muss sitzen bleiben. Das ist eine sehr, sehr gute Übung. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, weil das auch schon Impulskontrollübungen sind. Der Hund muss Reize aushalten lernen, sich kontrollieren lernen. Und das kann man eben mit Jagdattrappen ihm ganz gut beibringen und ihm ganz gut zeigen. Bunny, ist okay, ist okay, ist okay.
Sitz. Prima, gut. Da könnt ihr euch ganz, ganz viele verschiedene Übungen ausdenken. Ihr könnt auch mit einer Reizangel arbeiten. Sagt ihr, schmeißt die Reizangel im Kreis und wenn ihr Sitz sagt, muss der Hund sitzen. Und die Reizangel geht weiter. Und erst wenn ihr okay sagt, darf der Hund weitermachen. Also solche Sachen zum Beispiel. Das heißt, ihr geht in den Wald und ihr sagt, okay, rechts und links vom Weg ist die Grenze. Auf dem Weg darfst du laufen. Du gehst nicht in den Wald rein, außer wir gehen zusammen in den Wald rein. Das macht ihr am besten mit der Schleppleine. Jedes Mal, wenn der Hund versucht, vom Weg runter zu gehen, gibt es einen kleinen Leinenruck und ein Nein. Nein. Wichtig ist, dass ihr da ein gutes Timing habt, also wirklich in dem Moment, wo der Hund vom Weg runtergehen will, nein, kommt er wieder zurück. Super, prima, klasse. Wir machen sehr oft so, wir rufen unseren Hund die ganze Zeit. Wir rufen, hey, komm her, hier, Hilfe, komm da, her, na, hier, da. Das heißt, der Hund lernt, er muss ja gar nicht nach uns gucken, weil wir sind ja eh immer da und wenn irgendwas ist, dann rufen wir ja. Der Hund soll aber schon auch lernen, selber nach uns zu gucken, weil wenn wir plötzlich weg sind, ist das für einen Hund auch so ein ziemlich blödes Gefühl. Geht in den Wald rein mit eurem Hund. Geht abseits der Wege. Wenn wir auf den Wegen sind, dann weiß der Hund, ah ja, okay, da geht's lang, irgendwo da auf dem Weg werde ich Frauchen oder Herrchen schon wieder finden. Wenn ihr abseits der Wege seid, dann kennt sich der Hund nicht aus. Der weiß nicht, in welcher Richtung ihr weitergeht. Der muss viel, viel mehr auf euch achten. Super gut, Lassi. Ist okay. Und dann schadet es auch nicht, einfach mal schnell hinterm Baum zu verschwinden und natürlich den Hund zu beobachten und dann mal zu gucken, oh, wie der da ein bisschen Schiss kriegt und sich denkt, fuck, wo ist denn jetzt eigentlich mein Frauchen oder mein Herrchen? Und in diesem Moment könnt ihr ihn dann fröhlich rufen und sagen, hey, hier bin ich. Muss vielleicht ein bisschen besser aufpassen, wo ich so bleibe. Der Hund soll potenziell jagdbares Beutematerial nicht als Beutematerial erkennen. Das war jetzt kompliziert. Also, zeigt eurem Hund Rehe, zeigt eurem Hund Hasen, zeigt eurem Hund Enten. Am besten in einer abgesicherten Trainingssituation. Das kann in einem Wildgehege sein. Das kann irgendwie beim Nachbarn im Garten ein Kaninchenstall sein. Dass der Hund lernt, aha, das ist ein Tier, das gibt's. Aber ich muss ihm jetzt nicht hinterherjagen. Und am besten, das ist der nächste Punkt, verbindet ihr das Ganze gleich mit Ruhe. Das heißt, der Hund sieht die Kaninchen im Kaninchenstall, soll sich hinsetzen und soll sitzen bleiben. Der darf sich das in Ruhe anschauen. Fixieren ist ja auch so ein Teil vom Jagdverhalten. Wenn er jetzt da so sitzt und die fixiert, das würde ich unterbinden, das ist doof. Aber wenn er ruhig sitzt, sich das entspannt anschauen kann, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Und so mache ich das tatsächlich auch, wenn ich im Wald unterwegs bin und meine Hunde riechen wild. Ich merke es bei meinem Großen eindeutig, wenn der die Nase in den Wald streckt. Und dann lasse ich ihn sitzen und wir sitzen dann da in Ruhe im Wald. Er darf da schnüffeln und darf schauen, was da alles ist. Aber er ist dabei ruhig und im Idealfall ist der Popo auf dem Boden. Bei sehr, sehr jagdlich motivierten Hunden ist es ja oft so, dass ihr in den Wald geht und die halten das überhaupt nicht aus. Also ich kannte auch einen Hund, man ist in den Wald gegangen, der hat geschrien. Der hat wirklich geschrien, so aufgeregt war der. Und da hilft es auch einfach mal, das ist auch grundsätzlich gut, auch wenn ihr jetzt nicht wahnsinnig jagdlich motivierten Hund habt, dass ihr in den Wald geht, euch auf eine Bank setzt und da einfach mal Ruhe ist. Und einfach mal so ein Waldpicknick macht, keine Action ist, es ist einfach nur, ihr seid im Wald. Und ihr genießt die Ruhe. Der Hund soll sich auf die Decke legen, soll entspannen können, trotz der ganzen Gerüche, die da auf ihn einprallen. Und ihr könnt gechillt Kaffee trinken, Frühstück mitnehmen, keine Ahnung. Am besten macht ihr das noch irgendwie mit einem Hundefreund. Super. Ich habe es schon gesagt, Jagdverhalten kann nicht abtrainiert werden, aber ich kann es kanalisieren. Ich bin ja Riesenfan vom Dummy-Training. Gerade den Futterdummy kann man halt super einsetzen. Das geht auch bei jeder Rasse. Alle finden es toll, egal ob es jetzt ein spielzeugmotivierter Hund ist, ein futtermotivierter Hund ist. Ein Futterdummy kann man einfach so viel machen. Den könnt ihr
Suchen lassen, wenn der Hund lieber so Nasenarbeit macht. Schmeiß ihn in die Wiese, der Hund soll ihn suchen. Ihr könnt ihn einfach so apportieren lassen, wenn der Hund gerne apportiert. Ja, auch das ist ja ein selbstbelohnendes Verhalten. Ihr könnt mehrere Dummies schmeißen und dann sagen, hier, hol mir den, dann hol mir den. Ihr müsst gucken, dass ihr euren Hund dann beim Gassi beschäftigt haltet, weil für ihn geht ihr ja gerade zusammen auf die Jagd. Ihr geht los, ihr geht in den Wald und hey, komm schon, wir gehen jetzt jagen. Und das ist ja das, was er will. Und dann hat der Hund für sein Jagdverhalten einfach ein Ventil. Und es macht super Spaß, weil ihr halt zusammenarbeitet und gemeinsam einen Jagderfolg habt. Das ist halt mega. Ihr könnt den Hund auch anders beschäftigen. Gerade bei diesen Hunden, die einfach, sobald ihr losgeht, in den Suchlauf starten, dass der beschäftigt ist. Ihr lasst ihn auf Baumstümpfe hüpfen. Ihr könnt eine kleine Leckerlisuche machen. Ihr könnt so ein bisschen Free Agility machen im Wald. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, den Hund zu beschäftigen, dass er gar nicht auf die Idee kommt, jagen zu gehen. Es gibt ja auch so Hunde, die sind eigentlich gar nicht so jagdlich motiviert, aber die haben einfach gelernt, aha, wenn wir Gassi gehen, dann beschäftigt sich keiner mit mir. Und das ist eigentlich wahnsinnig langweilig, deswegen suche ich mir jetzt halt irgendwas. Ich sag jetzt nicht, ihr müsst die ganze Zeit durchgängig euren Hund bespaßen, aber immer mal wieder so kleine Übungen machen, dann ist einfach eine gewisse Erwartungshaltung da. Hey, cool, wir machen was zusammen. Dann ist die Aufmerksamkeit einfach viel mehr da. Versucht, diese Zeitspanne zwischen dem Fixieren und dem Losspringen und Hetzen zu erweitern. Ihr müsst ein bisschen rumprobieren. Jeder Hund ist da anders. Am besten ist der Hund in dem Moment natürlich abgesichert. Ich mache es tatsächlich immer so, dass ich meinem Hund sage, wenn ich sehe, der hat was in der Nase, sitz, dann habe ich ihn schon mal fixiert. Und dann gehe ich hin und lobe ihn und lobe ihn und lobe ihn. Und er darf da gerne seine Nase weiter in den Wald strecken, aber ich weiß, er ist jetzt fixiert. Und damit sich das aber für den Hund lohnt, Kekse rein, Kekse rein, Kekse rein, um eben dieses Losspringen zu verhindern. Dass er merkt, aha, ich habe was, aber es bringt mir was, wenn ich jetzt nicht gleich losstürme, weil ich Leckerlis kriege. Man kann dem Hund auch beibringen, das Wild anzuzeigen. Das kann man auch sehr, sehr gut klickern. Und damit wird eben diese Zeitspanne Stück für Stück immer länger vom Fixieren oder halt Finden der Beute bis hin zum Losspringen. Und wenn dieser Zeitraum möglichst lang ist, dann habe ich auch sehr, sehr viel Möglichkeit, da einzugreifen, meinen Hund anzuleinen, da wegzunehmen und ihm eine Alternative zu geben. Ihr seht, wenn ihr einen jagenden Hund habt, nicht verzweifeln. Es gibt sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Und seht immer das Positive an den Jagdhunden. Das sind ja tolle Eigenschaften. Die sind ja gewollt. Die wurden so reingezüchtet. Was mag mein Hund wahnsinnig gerne? Was macht er gerne? Und dementsprechend passe ich dann eben meine Beschäftigungen an. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir einen Kommentar und oder ein Abo dalasst. Ich weiß immer nie, wo diese scheiß Knöpfe sind. Irgendwo da unten. Ihr kennt euch aus. Bis ganz bald.